Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute auf der Gorzisti V1.1.0. Ah, hier haben wir ein paar Bilder. Bisschen verpixelt, aber okay. Und da ja, Beschreibung können wir eh nicht lesen, also ist egal, ob wenig oder viel ist. Aha. Interessant, okay. So wie es ausschaut. Haben wir keine Fahrzeuge, also bis gleich. So, mit mehr Geld geht es jetzt hier wieder weiter. Mich kotzt das richtig an, wenn am Anfang keine Staatsfahrzeuge sind, weil im ersten Moment denke ich da nicht dran und dann mache ich halt eine Vorstellung und ja. Können wir da reingehen? Aha. Können wir unser Haus begut. Ach so, hier ist ein Spiegel. Aha. Alles leer. Wir sind gerade erst eingezogen. Haben wir eine schöne Badewanne. Hier sollte das Schlafzimmer sein. Oder auch nicht. Alles klar, wir kommen hier nicht mehr runter. Kommen wir jetzt dann irgendwie, ja, indem wir einfach ein Fahrzeug kaufen. So, okay, cool. Wir starten mitten im Gras. Das liebe ich. Ja, wir gucken uns mal die Map an. Hier einmal Hof, Methan. Ja, Credo Marücke weiter. So. Es steht, the map has mountainous terrain, also bergiges Gebiet. Ja, ist zwar kleine Map, aber wir haben hier Felder. Ah, da hinten geht es ja noch weiter. Können wir, sollen wir es testen? Ja, testen wir. Aber ich habe das Gefühl, dass wir. Gibt sogar außerhalb Bäume. Okay, fahren wir wieder zurück. Ein Weizenfeld hier. Ja, hier gibt es ja gar nicht mal so viel zu zeigen. Ist eine relativ kleine Map. Hier auch viel Grasfläche. Ja, hier sind wir ein bisschen geküpft. Hier geht's nach oben. Ja, ist ein bisschen hügeliger, auch eher für Singleplayer zum Spielen, denke ich. Aber hier kann man auf bisschen hügeligen Feldern da dreschen und so. Ja. Klein, aber fein. Haben wir irgendwelche Abladestellen, Gaststätte und Landhandel? War das 9? 8? Okay. Ja, wir gucken mal in die Lok. Und jetzt musste ich niesen. Wir haben hier so ein Physics Warning. Wir haben Trigger Callback. Irgendwas fehlt. Call Stack. Okay. Und hier haben wir ein paar Warnings. Also, ja, man sollte halt ein paar Fehler noch beheben. Vielleicht, dass man die Berge da ein bisschen. Keine Ahnung. Kann man ein bisschen näher ran machen. Aber mir gefällt diese Umrandung, diese, wo man hier die weiße Umrandung sieht bei den Bäumen hinten im Hintergrund. Das gefällt mir gar nicht. Macht man einfach lieber eine normale Baumreihe und nimmt die als Grenze, weil durch die kann man ja auch durchfahren. Also ist ja eigentlich eh egal. Ja, das war's dann. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Vorstellung. Tschüss.